Liebe Österreicher, innen, ich habe lange Zeit darüber nachgedacht, ob ich jetzt die Österreicherinnen oder die Österreicher zuerst nennen soll. Also bin ich nach reiflicher Überlegung zum Entschluss gekommen, dass ich die Dirndln zuerst nenne, weil ich sie gar so lieb habe. In diesem Sinne, liebe Österreicherinnen und Österreicher, ich muss Ihnen gestehen, dass ich kurz vor der heurigen Wiener Gemeinderatswahl einem guten Freund von mir seinen Erfolg nicht zugetraut habe. So habe ich im Rausch darauf gewettet, dass der Michi sein Amt als Bürgermeister nicht behaupten kann, und daher muss ich heute meine Wettschuld begleichen. Ich hätte die Neujahrsansprache reimen sollen, das habe ich aber gar nicht wollen. Und weil ich das Reimen absolut nicht kann, übergebe ich an den Werner Feimann. Liebe Genossen und Genossinnen, ich meine, meine sehr verehrten Damen und Herren, Entschuldigung, ich bin jetzt ein bisschen nervös, weil das ist doch meine erste Neujahrsansprache. Also was ist auch so alles passiert im vergangenen Jahr? Die Innenpolitik ist in Wien sehr erfreulich, der Blick nach Kärnten jedoch eher abscheulich. Die Hypo muss jetzt der Staat verwalten und der Blau und Orange wird herumgespalten. Abschiebungen bedauere ich generell sehr. Wo nimmt die Vetter neue Ideen her? Der Deutschkurs ist für Immigranten Pflicht. Aber sehen wir es mal aus einer anderen Sicht. Der Gouverneur hat sich nicht gut gemacht. And maybe I'll be big früher als gedacht. Seine Deutschkenntnisse haben leider sehr gelitten, aber über sein Bleiberecht wird nicht gestritten. Mit der Verständigung wird's zwar schwer, aber er braucht keinen Deutschkurs mehr. Der PISA-Test stimmte uns gar nicht heiter, aber wir sparen bei der Bildung weiter. Die Kritiker werden mit der Zeit verstummen, bei Budget nachrechnen ist nichts für die Dummen. So eliminieren wir die Akademikerschicht, demonstrierende Studenten stören uns nicht. Für bankrotte Staaten haben wir ausreichend Geld, wenn man dadurch den Euro am Leben erhält. Österreich ist als Schuldner sehr angesehen und kann auch ohne finanzielle Hilfe bestehen. BP hat das Meer mit viel Öl beglückt, aber auch die Natur spielt heuer verrückt. In ganz Europa war eine Wolke zu sehen und die Flugzeuge blieben wochenlang stehen. Ein Vulkan mit seiner Asche war schuld daran, auch wenn seinen Namen niemand aussprechen kann. In Isländisch bin ich eine Null, daher nenne ich ihn Eyjafjallajökull. Wurde im Winter gar der Frostschutz vergessen, so blieb der Flughafen erneut nur zum Essen. Die globale Erwärmung bleibt scheinbar noch aus, doch die Natur zieht schon Konsequenzen daraus. Waren ein Eisbär und ein Braunbär verwirrt und haben sich in dieselbe Höhle verirrt. So nimmt die Evolution ihren Lauf und schon bald taucht eine neue Bärenart auf. Präsenzdiener soll es bald nicht mehr geben, das Problem mit den Gewehren lässt sich einfach beheben. Sie sind nicht mehr als Waffen erbeten, sondern zum Üben für unsere Berufsbiathleten. Diese erfreuen uns derzeit mit Siegen, wie schon bekannt, vom Skifahren und Skifliegen. Möge 2011 auch erfolgreich verlaufen und tut's mir nicht zu viel raufen und saufen. Na Gott sei Dank, es ist vorbei mit der blöden Reimerei.